Das macht immer viel Arbeit, aber gut, das wusste ich im Grunde vorher. Nur hinterher macht es noch mehr Arbeit, aber gut, das wusste ich im Grunde auch vorher. Ich beschwere mich auch gar nicht, weil ich sage mir auf der anderen Seite, es hat gestern wieder allen gut gefallen auf dem Fest, wenn man sich mal wieder gesehen hat. Die Idee von daher war völlig korrekt. Schönes Brunch bei mir zu Hause in der Wohnung. Ich meine, was ist die Alternative? Ich kann mich ja nicht isolieren, gerade in der heutigen Zeit. Ich muss ja auch sehen, wie ich mithalte. Walter! Walter ist so ein Kerl, wenn es nach Walter ginge, der würde am liebsten das ganze Jahr über niemanden sehen, sich in seinen eigenen vier Wänden einschließen. Bitte gut von mir aus, kann er ruhig machen, nicht? Aber dann muss er sich nicht darüber beklagen, dass er als Einziger ewig unten bleibt. Das war schon korrekt gedacht, von daher. Brunch ist was Schönes, mal was anderes zwischendurch, nicht? Das beginnt um 11 Uhr, um 16 Uhr sind dann alle so ziemlich fertig und... Naja, man hat den Abend mal für sich, man kann sich doch mal was vornehmen, nicht? Mal so ein persönliches Einzelgespräch oder was sonst die Woche über in der Regel immer so liegen bleibt, nicht? Nur eins weiß ich ganz genau, die Graninis, das waren immer Pfandflaschen. Die Punica Orangensaft sowieso. Da gibt es sogar extra Kästen für. Ich meine, ich habe doch noch mit dem Herrn Eifler über dieses Problem gesprochen. Der Herr Eifler muss es schließlich wissen, der ist beim deutschen Supermarkt seit 3 Jahren am Lehrgut ausgebildet und zuständig. Wenn man reinkommt, da gehe ich ganz nach hinten durch. Links ist die Fleischtheke, rechts ist so ein komisches Ständer mit Zwirn, Pinzetten, Rouladenringen und wir können mit der Eierlöwe-These bedrucken für den Brusthöhe. Da ist die Pfandflasche, hier ist immer sehr laut. Obwohl, bei mir ist das normalerweise kein Problem, weil der Herr Eifler, wenn er mich reinkommen sieht, nimmt er mir meist ein Netz ab. Ich muss kein Wort sagen, er geht mit mir nach hinten, rechts mit dem Kopf schon mal das Lehrgut aus. Ich bin kaum hinten, habe ich den Kassenbon. Gehe ich durch die Kasse durch, ich merke auch gar nicht, dass ich im deutschen Supermarkt drin war. Nicht immer reibungslos gewesen, mein Verhältnis mit dem Herrn Eifler. Nicht nur heute Morgen konnte mich sehen, das war nicht seine Schuld. Da war angeblich früh morgens noch ein spanischer LKW mit einer Sonderladung Sekt angekommen. In dem Fall musste Herr Eifler neuerdings ran, weil die Fahrer haben, hat der Eifler mal zu mir gesagt, nachdem die Spanier auch in der EWG sind, haben die Fahrer keine Entladeverpflichtung. Jetzt muss der gute Mann früh morgens einen gesamten spanischen LKW mit Sekt, wahrscheinlich den Hänger auch noch alleine abladen bei 1200 Mark netto. Nicht? Jetzt konnte er mich nicht sehen, jetzt bin ich ausnahmsweise mal wieder ganz nach hinten durchgegangen. Links ist die Fleischtheke, rechts so merkwürdige Stände mit Zwirn, Pinzetten, Rouladenringen. Jetzt habe ich da an der Pfannenflasche geklingelt, ist immer sehr laut geläutet. Das kann das Mädchen von der Fleischtheke, ist ja nur die Aushilfe in dem Sinn, am Lehrgut nicht ausgebildet, überzieht normalerweise die Suppenknochen mit der Klarsichtfolie. Ich sage, egal, nicht wahr? Egal, jetzt bist du mal da. Gute Frau, ich hatte gestern einen Brunch, wenn Sie mich da richtig verstehen. Und ich wollte nur ganz schnell mal ein paar Flaschen zurückgeben. Das tut mir leid, die Flaschen kann ich aber nicht annehmen. Wie, die Flaschen können Sie nicht annehmen? Ja, die Graninis sind keine Pfandflaschen mehr. Auf die Dosen gibt es sowieso kein Pfand. Die Grote, ja, ein alkoholfreies Bier, die sind nicht bei uns gekauft. Und die Cola-Flaschen sind Automatenflaschen, habe ich keine Verwendung dafür. Ich sage, gute Frau, passen Sie auf, bevor Sie sich aufregen. Nein, tun Sie mir erst mal den Gefallen, regen Sie sich bitte nicht gleich schon wieder auf. Wieso, ich reg mich doch gar nicht auf. Sie sind doch kurz davor, passen Sie mal auf. Ich habe dieses Problem bereits letzte Woche mit dem Herrn Eifler im Vorfeld geklärt, weil... Ich war ja schon bereit, die Punikas zu nehmen. Da sagte Herr Eifel zu mir, nehmen Sie doch die Graninis, wenn wir das sind nur 20 Pfennig billig und ich kann sie auf jeden Fall nächste Woche eintauschen. Denn ich habe sie ja letzte Woche im Zustand des Pfandflaschendaseins erworben. Darf ich mal aussprechen? Bei den Dosen hat Herr Eifel zu mir gesagt, gibt es wie in Schweden auch bei uns ab dieser Woche 5 Pfennig, ich bin noch nicht fertig. Bei den Grotejahren alkoholfreien Bieren, da kommt er mir regelmäßig entgegen, weil das Birell in Klausthaler, das sie im deutschen Supermarkt führen, da wird in der Regel zu wenig davon geliefert. In dieser Angelegenheit hat sich der Eifel schon mal für mich in München bei der Konzernleitung vom deutschen Supermarkt stark gemacht. Aber die Sachen von München aus hätten sie keinen Einfluss auf Köln. Der Computer hätte das für die Filiale so festgelegt. Aber wissen Sie, ich muss extra raus in den Stadtteil Nippes, in 6 Kilometer Luftlinie, Kempen. Eine Straße, Einbahnstraße, finde ich keinen Parkplatz. Mal abgesehen davon, und muss mir dort regelmäßig am Kiosk Moresco mein alkoholfreies Bier abholen. Und die führen den nur. Und die führen den nur. Und die führen eben nur die Marke Grote. Ich bin gleich zu Ende bei den Colaflaschen, Automatenflaschen. Da kommt er mir auch regelmäßig entgegen. Die wirft er für mich in den Altglascontainer vom deutschen Supermarkt. Sonst müsste ich vor bis zum Brüsseler Platz auf dem Rückweg. Könnte ich eventuell bei Plus einkaufen, wo einige Artikel billiger sind als bei denen im deutschen Supermarkt. Ich meine, insofern denkt Herr Alblach durchaus an Ihren Arbeitsplatz. Ich meine, wir brauchen sowieso nicht aufzuregen am Montag, nicht wahr? Sie, nein, Sie gehen zurück. Auf Sie warten die Suppenknochen. Ich warte auf den Herrn Eifel, der geht die ganze Sache reibungslos durch, nicht wahr? Aber Herrn Eifel können Sie lange warten, der ist gar nicht mehr da. Und eines muss ich Ihnen bei der Gelegenheit gleich sagen, weil Sie schon mal da sind. Die Flaschenannahme ist, da wird es noch montags zwischen 14 und 16 Uhr. Schauen Sie mal bitte auf die Uhr. Sie werden feststellen, wir haben bereits 16 Uhr 7 überschritten. Nein, ich habe schon kapiert, was? Nein, ich reg mich überhaupt nicht auf. Ja, nein, komm. Gehen Sie wieder zurück, bin ich wieder vor zur Kasse. Insgesamt sind es 4 Kassen. Die Kasse 1 ist sehr schön breit. Das ist die Behindertenkasse. Die Kasse 2 ist in der Regel nur besetzt. An der Behindertenkasse sitzt komischerweise nie jemand. Ich habe schon mal den Substituten gefragt, warum dann diese schöne breite Behindertenkasse hängt. Immer die Kette davor, nicht wahr? Die reinste Platzverschwendung. An der Kasse 2 sitzt in der Regel die Frau Zimmermann, die ist ausgesprochen nett. Aber bei der dauert es ewig, weil die kennt jeden persönlich. Ich sage, Frau Zimmermann,
Frau Zimmermann, ich habe nichts gekauft, ich gehe nur eben mal durch. Ja, aber bitte gehen Sie nicht durch die Behindertenkasse, die ist geschlossen. Ja, Frau Zimmermann, das habe ich schon gesehen. Ich bin ja jetzt auch nicht blind in dem Sinn. Ich meine, Frau Zimmermann, wissen Sie, ich habe dies gekauft, ich will den Verkehr nicht aufhalten, verstehen Sie mich da bitte richtig? Ja, ja, ich habe Sie längst verstanden, aber bitte gehen Sie trotzdem nicht durch die Behindertenkasse. Seien Sie froh, dass Sie sich anstellen können oder möchten Sie im Rollstuhl sitzen? Ach, Frau Zimmermann, ist doch nicht die Alternative, ja sicher, da stellen wir uns lieber an, ja, ja. Wir haben Zeit, viel zu viel Zeit, das ist eher das Problem. Ja, machen Sie langsam, Frau Zimmermann. Nein, bei mir geht es heute auch um nichts, ach, was soll uns aufregen. Ja, ja, rentiert sich ja nicht, ja, sag ich doch immer. Ja, Frau Zimmermann, Der Winter? Nee, der kommt nicht mehr, glaube ich nicht. Nein, sieht nicht so aus. Nee, nee, glaube ich nicht. Was macht der Schwiegersohn? Ja? Ach, warum nicht? Ach, der ist alt genug. Nein, die Kinder muss man laufen lassen. Ach Gott, die müssen gar nicht einmischen. Das gibt sie wieder, ja, sicher. Ja, Frau Zimmermann. Frau Zimmermann, ich habe den Eindruck, bei Ihnen da vorne geht es im Moment nicht weiter. Doch, es geht gleich weiter, da war noch gerade ein Herr da, dem ist der Zettel von der Wursttüte abgefallen. Der musste noch mal ganz nach hinten an die Fleischtheke sich alles rausnehmen. Wenn das so ist, Frau Zimmermann, dann warten wir auch den Herrn. Ich kenne das, peinliche Sache. Ja, sicher. Muss ja alles neu ausgewogen werden. Ja, man schaut ja nicht mehr rein in die Tüten. Ja, sicher. Da bin ich froh, dass ich schon mal hier stehe. Ja, peinliche Sache, ja, ja. Frau Zimmermann, ich möchte mich jetzt nicht in Ihren Beruf einmischen, aber Frau Zimmermann, wenn Sie meine Zwischensumme machen würden, da könnte ich schon mal durch. Und wenn der Herr mit der Wurst kommt, dann kann er doch reibungslos nach mir dann die Kasse 2 passieren. Nein, das tut mir leid, die neuen Kassen sind für Zwischensumme nicht mehr geeignet. Wenn ich jetzt abdrücke, dann haben wir einen Fehlbon, da dauert es doch länger. Das wollen wir doch nicht. Nein, das wollen wir auf keinen Fall, Frau Zimmermann. Wollen wir beide vermeiden, das schaffen wir auch. Ja, sicher, bin ich überzeugt davon. Ja, ich war dann in 15 Minuten, war ich dann reibungslos, war ich dann durch die Kasse durch. Aber das hat mit dem Ransch nichts zu tun, weil das war trotzdem schwer in Ordnung gestern. Eine schöne Sache an sich, nicht? Naja, man kann auch mehr Leute als sonst einladen, weil tagsüber haben dann doch nicht alle Zeit und... Das drängelt sich am Buffet nicht so, nicht? Ich bin an sich gar kein Anhänger von Buffets, weil... Das sieht nach einer Stunde immer aus wie im Dritten Weltkrieg, nicht wahr? Jeder Fummel mit seinem Löffelgewehr bett durch. Aber ich muss sagen, ging gestern alles ganz passabel über die Bühne an sich, nicht? Oder man kommt mal früher ins Bett. Ich war ja gestern dann schon sehr früh im Bett, weil so ganz alleine war ich nicht mehr in der Stimmung aufzuräumen. Habe ich mir gesagt, gut, dann stehst du früh morgens auf, dann hast du bis zum Mittag das Gröbste weg, nicht? Erstmal gut frühstücken, sage ich in so einer Falle, Mann. Das ist ganz schön. Meine Bäckerei schräg gegenüber, da kaufe ich seit Jahren ein. Die haben jetzt umgestellt auf Bio. Bin ich runter, habe mir 2 Bio-Kernbrötchen geholt. Die war noch nicht fertig, das hatte ich vergessen, weil normalerweise gehe ich erst um 9:30 runter. Ich sage, egal, jetzt bist du mal da. Na, habe ich 2 mit Mohn genommen. Ja, guter Mann, um 700 Mark, wie soll ich die wechseln? Ich habe noch nichts eingenommen. Ich sage, passen Sie auf, bevor Sie was einnehmen, tun Sie mir erstmal eine Gefallen und regen Sie bitte nicht gleich schon wieder auf. Ich so, ich reg mich doch nicht auf, ich sag's doch nicht, ich kann nicht wechseln. Also die Brötchen wieder in den Korb zurückgefallen. Ich sage, bitte weg mit den Dingen, trink mir den Kaffee so. Normalerweise ist das nie ein Problem, weil die Bäckerin, die kennt mich seit Jahren nicht, aber die Verkäuferin ist neu, ABM-Maßnahme. Ich sage, bitte weg mit dem Brötchen, nicht wahr? Vielleicht kommt ein anderer Depp, dann bin ich schnell noch gegenüber zum Wilfried rein, weil der Wilfried kann an sich immer wechseln. Und der Wilfried, der hat früher mal Lesezirkel ausgefahren und der hat sich jetzt selbstständig gemacht. Der hat an der Ecke den neuen Lotto-Totter-Top-Kiosk mit dieser braunen Alu-Verkleidung, nicht? Und beim Wilfried, da steht das ganze Jahr über diese schöne neue Doppelglastür auf, nicht? Ich habe schon mal gesagt, Wilfried, du holst dir noch den Tod, egal woran man stirbt. Wenn ich tot bin, dann lege ich mich gemütlich auf den Friedhof, dann kann sich ein anderer mit der Tür rumärgern. Da ist nur unten dieser automatische Türschließer aus Messing kaputt, nicht? Das wäre wahrscheinlich mit dem Schraubenzieher ein Handgriff, nicht? Ich lasse die Tür nicht reparieren, wenn keiner von Edusche kommt, dann bleibt die Tür auf. Das Geld sehe ich nie wieder, habe ich an sich Verständnis auch für die Haltung, weil das ist richtig, der Wilfried macht da nicht so viel Geschäft mit dem Kiosk, nicht? Und der verkauft auch nicht so viel Zeitung, obwohl beim Gong, wenn ich da nicht aufpasse, ist der weg, auch der von übernächster Woche bereits, nicht? Und die hört zu, die nützt mir persönlich wieder nichts, weil da stehen die Redakteure von den dritten Programmen nicht drin und die sind für mich wichtiger als die gesamten Sendungen, nicht? Und ich bin der Einzige... Ich bin der Einzige mit noch einem, der hat unter mir die Eigentumswohnung. Das ist ein Redakteur beim Fernsehen, drittes Programm, Aktuelle Stunde, Abteilung Kultur. Wir sind die Einzigen, die regelmäßig beim Wilfried den Spiegel und die Süddeutsche nehmen. Dieser Redakteur beim Fernsehen, drittes Programm, Aktuelle Stunde, wie gesagt, Abteilung Kultur. Der war früher auch mal freier Mitarbeiter. Da hat man die berühmte Fernsehserie gedreht, Die Macht der Manipulateure. Es war ein 8-Teiler, war an sich ganz schön gemacht gewesen, muss ich sagen. Da hat er allerdings erst mal ein paar Jahre danach gar nichts gemacht. Und der ist jetzt schon... Der ist jetzt untergekommen, drittes Programm, Aktuelle Stunde, wie gesagt, Abteilung Kultur. Und der betreut jetzt hauptsächlich 2 Sendungen. Die eine Sendung, das ist die Sendung DoFit, also fit am Donnerstag, da geht es um Joggen, Trainingsanzüge und Rohkosternährung. Und er macht die Sendung Kunst an ungewöhnlichen Schauplätzen. Da war letzte Woche ein interessanter Beitrag
von ihm im Aktuellen in der Länge von 1,30 über über eine Ausstellung von Eiszeitmotiven in den städtischen Saunas. Waren sich auch mal schön. Und wie gesagt, wir sind die Einzigen, die regelmäßig beim Wilfried den Spiegel und die Süddeutsche nehmen. Wenn jetzt nur ein Spiegel kommt, dann ist es nicht so dramatisch. Dann verzichtet schon mal der WDR Dovid Eiszeit 200 aktuelle Stundenredakteur drauf. Er macht es nicht gerne, aber er macht es immerhin kulanterweise, weil da muss er natürlich ausnahmsweise pünktlich um 9 Uhr beim WDR sein, sonst ist von seinem Schreibtisch durch Kollegen hat schon gleich mal sein Spiegel spurlos verschwunden. Es kann aber auch sein, dass kein Spiegel kommt beim Wilfried, obwohl die Spiegel auf dem Computerbogen beim Wilfried als ausgeliefert draufstehen. Es kann aber sein, dass plötzlich 50 Spiegel ankommen, obwohl kein einziger auf dem Computerbogen als ausgeliefert draufsteht. Der Wilfried muss am Montag immer höllisch aufpassen. Den ganzen Tag ist er nur am Computerbogen überprüfen und am Spiegel durchziehen. Naja, jetzt war der Spiegel heute auch nicht da. Ich habe mir schon sowas gedacht beim Reinkommen. Jetzt habe ich ersatzweise einen Express und eine Bildzeitung genommen und und eine Flasche Amstelfelder. Hat er regelmäßig da so Dinge? Das ist ein Amstelfelder Grand Cru ohne Schraubverschluss. Ja, richtig schön mit Korkenstempel, Prüfnummer drauf, erste Qualität. Die Flasche für 4,95 €, obwohl der Wilfried verkauft sie mir persönlich für 4,85 €, weil da sind normalerweise 10 Pfennig Pfand drauf. Nur der Wilfried sagt, bring mal bitte nicht die Flaschen zurück. Ich weiß nicht, wohin mit dem Kram. Der hat zwar ein sehr schönes Hinterzimmer, aber das ist bis unter die Decke voll. Alles mit Spiegel und Süddeutschen, alles Remittent. Naja, jetzt konnte nur der Wilfried konnte jetzt die 100 Mark auch wieder nicht wechseln, weil da war kurz vorher die Tochter von dem Doof mit Eiszeit aktuellen Stunden Redakteur. Da, die kauft neuerdings am Montag immer das neue Conny, das kostet 2 Mark. Das konnte früher der Papi aus der Jugendredaktion so mitbringen, aber da gibt es jetzt einen neuen Chefredakteur, der hat das schon gleich mal aus dem Programm rausgestrichen. Aber ist an sich kein Problem, ich habe bei Wilfried habe ich unbegrenzt Kredit. Ich war bereits dann um 8:30 auf dem Einwohnermeldeamt, aber da stand die Schlange schon bis zum Pförtner vor. Ich hatte keinen Parkplatz gefunden, die machen jetzt schon um 8 Uhr auf, nicht? Es gibt auch Parkplätze, aber nur im Innenhof für die Angestellten vom Einwohnermeldeamt. Ich sage, egal, jetzt bist du mal da, jetzt stellst du dich auch an. Ich habe ja erst nach einer Stunde gemerkt, hoppla, du stehst ja in der völlig falschen Schlange. Das wusste ich nicht, das ging früher nach Straßennamen, dann nach persönlichen Namen, das haben die umgebaut, das geht wieder nach Straßennamen, jetzt bin ich rüber an die richtige Schlange, Straßennamen VE bis Z und da ging es überhaupt nicht vorwärts, obwohl ich hatte vorher schon das Schild gesehen. An diesem Schalter wird ausgebildet. Geht's denn da vorne überhaupt nicht weiter? Jetzt war vor mir der Herr Yüksel Org. Ich sag Herr Org, jetzt passen Sie mal gut auf. Sie können das hier bedenkenlos unterschreiben. Das ist doch nur die vorläufige Aufenthaltsgenehmigung. Der hatte bei Felden und Guillaume gekündigt, fängt nächste Woche erst bei Glück nach Humboldt-Deutz an. Jetzt fehlt ihm plötzlich eine Woche Aufenthaltsgenehmigung. Ich sag Herr Org. Herr Org, wenn Sie bei Deutz anfangen, dann bekommen Sie doch die Arbeitsbescheinigung. Das meine ich genau. Lassen Sie mich mal aussprechen mit dieser richtigen Arbeitsbescheinigung. Habe ich eben gesagt, Arbeitsbescheinigung. Da kommen Sie dann wieder hierher und dann bekommen Sie aufgrund der Arbeitsbescheinigung in Verbindung mit der vorläufigen Aufenthaltsgenehmigung, die Sie aber jetzt gastfreundlicherweise im Interesse aller durchaus hier langsam mal unterschreiben sollten, nicht wahr? Die ganz normale Aufenthaltsgenehmigung hat er sich ewig bei mir bedankt, hat meine 3 Stunden lang die Fotos von seiner gesamten Verwandtschaft, das ist mir gezeigt. Nächste Woche heiratet seine älteste Tochter. Ich sage, Herr Org, ich kann das im Moment terminlich jetzt schlecht überblicken, aber falls ich Zeit habe, bin ich gerne dabei. Bitte? Nein, ich habe jetzt im Moment kein Bild von meiner Frau hier, aber das können wir vielleicht insgesamt bei der Hochzeit haben. Was? Nein, ich trinke jetzt um die Zeit auch keinen Schnaps. Nein, vielen Dank, das ist nett gemeint. Nein, Sie wissen, natürlich, ich muss selbst erstmal meinen Personalausweis abholen. Ja, haben Sie die Benachrichtigungskarte dabei? Jetzt in dem Sinne jetzt direkt nicht. Welche Benachrichtigungskarte meinen Sie? Ja, Sie haben doch eine Benachrichtigungskarte bekommen, sonst wüssten Sie doch gar nicht, dass der Ausweis hier liegt. Ja, wenn Sie das so sagen, ich nehme an, Sie haben die abgeschickt. Ja, sicher habe ich im Briefkasten, das werde ich doch mal wissen. Ja, sicher. Ja, dann muss ja bei mir angekommen sein. Ja, da bin ich auch der Meinung, würde jetzt bei mir zu Hause liegen, nicht wahr? Ja, die brauche ich aber. Ja, wie gesagt, die liegt jetzt bei mir zu Hause. Ich meine, ich habe jetzt im Moment habe ich nur den Führerschein dabei. Nein, der Führerschein nützt mir leider gar nichts in dem Fall. Ich meine, wenn jemand Ihre Benachrichtigungskarte finden sollte, dann kann er mit Ihrer Benachrichtigungskarte Ihren Ausweis abholen. Das wollen Sie doch nicht. Nein, dumme Frage. Das will ich natürlich nicht, gute Frau. Nur jetzt mal andersrum das Problem betrachtet. Wer soll die Karte finden, wenn Sie bei mir Schäler an sich jetzt keine Schwierigkeiten. Ja, ich weiß ja nicht, wenn Sie mal Besuch haben, ich weiß ja nicht, in welchen Kreis es so verkehrt. Ich sage, jetzt machen Sie mal langsam, geht mir etwas zu weit, nicht wahr? Also ich brauche Sie gar nicht aufzuregen. Wieso? Ich reg mich doch gar nicht auf. Sie regen sich doch permanent auf wegen Ihrer verdammten Benachrichtigungskarte. Nein, das täuscht. Ich rege mich auch nicht auf. Ich meine, für mich gibt es überhaupt keinen Grund zur Aufregung. Sie können ja nach Hause gehen, holen Sie die Benachrichtigungskarte, schauen Sie aber bitte, dass Sie das bis 16 Uhr schaffen, denn der Ausweis liegt schon 4 Wochen da, wenn er heute nicht abgeholt wird, dann geht er zurück und Sie müssen alles neu beantragen. Würde ich sagen,
Das war eher so, also ich passe wirklich in dem Fall peinlich genau auf. Man wäre mit dem Zwillingskinderwagen jederzeit noch problemlos vorbeigekommen. Ich sag zum Polizisten, wieso nehmen Sie in diesem Fall nicht die Firma Mauritius Garage aus der Innenstadt? Na, das müssen Sie bitte uns überlassen, wenn wir daneben, die waren überlastet. Jetzt haben die mein Auto abschleppen lassen von der Firma Colonia. Ich meine, das ist Landkreis Köln, 12 Kilometer Luftlinie, nicht wahr? Ich sage, wie komme ich denn da hin? Das ist ganz einfach, Linie 6, Endstation, Bus 135, umsteigen, Bus 151, Haltestelle Ahornweg, 500 Meter rechts. Ich sage, vielen Dank für die Auskunft, aber in dem Fall nehme ich dann vielleicht doch lieber ein Taxi, nicht wahr? Jetzt bin ich vorher zur Nord-Südfahrt, bin ins erste Rauchertaxi eingestiegen, dann musste ich ja wieder raus, weil das war die andere Taxischlange parallel, das hatte ich übersehen. Wohin geht's? Ich sage, Firma Colonia, da lacht er schon dreckig. Da habe ich mir erstmal eine HB reingezogen. Das ist aber nicht trauer, Herr. Ja, schauen Sie mal, deshalb war ich doch eben im Rauchertaxi. Ja, aber Sie waren in der falschen Schlange. Ja, guter Mann, was sollen wir jetzt machen? Auf keinen Fall rauchen. Wenn Sie rauchen wollen, dann müssen Sie das vorher bei der Zentrale anmelden. Wir haben Rauchertaxis genug, ich kann Ihnen sofort die Telefonnummer geben. Nein, nein, den will ich gar nicht wissen. Halten Sie gerne reden, fahren Sie, ich brauche mein Auto. Jetzt ist er hochgefahren zur Firma Colonia. Der Scherz hat 30 Mark gekostet, jetzt hatte aber die Firma Colonia bis 14 Uhr Mittagspause. Bin ich da oben in der Gegend mal ein bisschen spazieren gegangen, weil ich komme ja äußerst selten an sich da raus. Und ja, ich muss sagen, ich war auch geländemäßig von der Vegetation her durchaus, also überrascht, will ich mal sagen. Und ich war jedenfalls als erster gleich am Tresen. Ja, das macht dann 170 Mark, der Herr. Ich sage, jetzt habe ich aber nur 170 Mark im Bar hier. Wie möchten Sie den Rest haben? American Express, Diners Club oder Visa? Nein, es tut mir leid, das führen wir leider nicht. Wir führen nur die Stadtsparkasse. Ja, sag ich. Das tut mir leid, die führe ich jetzt wieder nicht, ne? Da muss ich den Rest überweisen. Na, das geht in Ordnung. Haben Sie mal den Personalausweis da? Ich sage, nee, im Moment ist schlecht. Im Moment jetzt nur den Führerschein dabei. Nein, der Führerschein nützt in dem Fall leider gar nichts, aber es gibt ja keinen Grund zur Aufregung. Sie können ja nach Hause gehen, holen Sie das Bargeld. Wir haben rund um die Uhr geöffnet. Sie können das Auto auch jederzeit nachzuholen. Ich sage, gut, gut, bin ich wohl und übel mit dem Vorschlag einverstanden. Aber könnte ich denn vorher schon mal an mein Fahrzeug ran? Wissen Sie, ich hatte gestern einen Brunch, wenn Sie mich da richtig verstehen. Und da hat sich doch einiges sehr gut im Kofferraum angeschaut. Dann könnte ich dann in der Zwischenzeit dann schon mal die leeren Flaschen abgeben. Ja, das geht in Ordnung. Wenn Sie einen Moment warten, da muss jemand mit zu dem Fahrzeug gehen. Naja, ich war dann nur 15.30 Uhr am Kofferraum und sehr gut rausgeholt, habe dann umgehend von der Firma Colonia ein Rauchertaxi bestellen lassen. Der musste wieder ganz außen rumfahren, weil da war die Zoobrücke über den Rhein, die war gesperrt. Da war auf das neue Affenhaus ein Bombenanschlag gewesen von den autonomen Tierschützern. Jetzt ist der 12 Kilometer falsche Luftlinie, Heumacher Autobahn, weiter 8 Kilometer Richtung Bonn-Aachen, von Süden her nach Köln rein. Ich war für den Scherz 64 Mark auf dem Tresen geblättert, nicht wahr? Ich raus aus dem Taxi, sofort noch rein in den Supermarkt. Nur der Eifler, der war heute nicht da, da war angeblich früh morgens ein spanischer LKW mit einer Sonderladung Sekt angekommen. Ich war bis der Eifler. Haben wir schon mal gehabt? Achso, sorry. Ja, ich glaube, der Rest ist dann soweit klar. Wir sind in der Zeit. Schönen Dank.